Hallo, hier ist Jörg von Planet Fahrrad. Hier im Sigmarox 7 Test zeige ich dir, wie bei Sigmas GPS-Fahrradcomputer die neuen Strava-Segmente funktionieren, die Navigation dich leitet und weitere Funktionen. Die Halterung ähnelt sehr stark der Garmin-Halterung, funktioniert schnell und einfach. Jetzt schalte ich den ROX 7 ein und du siehst, der ist sofort da. Beim Trainingsmodul wähle ich jetzt Mountainbike als mein Profil aus und jetzt wird noch kurz das GPS gesucht. Die verschiedenen Datenfelder hier mit 6 Kacheln. Das ist die Navigation. Das Höhenprofil. Und nochmal 6 Kacheln. Die Datenfelder lassen sich selber mit dem Datacenter konfigurieren. Jetzt hat er den GPS-Satelliten gefunden in der Navigation. Drückst du die untere rechte Taste länger, kommst du in das Schnellmenü. Hier kann ich jetzt die Höhe kalibrieren und Starthöhen einstellen. Das Sportprofil verändern, also Mountainbike, Rennrad oder was anderes. Ein Track laden, eine Route. Mich wieder zurück navigieren lassen, die Strava-Segmente aktivieren und mir ja auch anzeigen lassen. Hier ist das Track-Menü zum Laden von Fahrradrouten. Ich habe im Datacenter einige draufgespielt. Hier siehst du den Höhenverlauf. Dann nochmal Details. Und natürlich interessant, den Track zu sehen, wo es überall hingeht. Du siehst, hier gibt es allerdings nicht groß Referenzen, ist wirklich nur die Linie als solches zu sehen. So, jetzt auf Track starten, Profil auswählen und schon geht's los. Bist du außerhalb der Route, siehst du dann beim Radfahren einen kleinen weißen Strich, da weißt du, in welche Richtung du in etwa fahren musst. Sigma unterstützt jetzt die Strava Live-Segmente. Du brauchst allerdings einen Premium-Account von Strava dafür. Hier habe ich ein paar übertragen. Jetzt schaue ich mir die mal genauer an. Da siehst du hier die Zeit mit dem Rivalen. Ist eigentlich nur die KOM-Zeit. Und du kannst auswählen, ob du ein gesetztes Ziel oder deine persönliche Bestleistung siehst. Sofern du das Segment erreichst, erscheint dann immer dein Rückstand zu der gewünschten Zeit. In der Praxis siehst du 200 Meter vor dem Segmentstart eine Benachrichtigung. Jetzt ist das Segment gestartet und du siehst hier unten schon meinen Rückstand. 1,5 Kilometer sind es noch und ich liege schon 3 Sekunden zurück. Im Speicher werden meine Radtouren aufgelistet. Jetzt wähle ich mal eine aus, kann man sich hier die Höhe nochmal anzeigen lassen, wie viele Höhenmeter man geschafft hat, Kalorien verbrannt, die Temperatur und so weiter. Dann siehst du noch deine Gesamtwerte, wie viel ich schon insgesamt gefahren bin, wie viele Höhenmeter, Kalorien und kann das hier auch zurücksetzen. Die persönlichen Bestleistungen ist auch eine Sache, die von Garmin abgekupfert worden ist. Am Ende der Tour siehst du beim neuen Rekord einen Pokal. In den Einstellungen kannst du die Sprache verändern, die Einheiten, wann das Gerät ausgeht. Interessant ist bei der Helligkeit. Nun kannst du direkt auswählen, wie hell der ROX wird. Hier siehst du die Unterschiede. Hier lassen sich System- und Tastentöne deaktivieren, Kontrast vom Display verändern,
auch die Zeiteinstellungen. Interessant hier bei der Höhe. Drei Starthöhen speicherst du ein und es gibt diese Höhepunktliste. Sprich, wenn du den GPS-Punkt basierst, wo du vorher auf eine bestimmte Höhe kalibriert hast, erkennt er das automatisch. Als nächstes kommen hier die Sportprofile. Kannst du getrennt auch eintragen, ob du eine Autorunde haben willst, etc. Und wie du hier siehst, über das Data Center, dann kann man die Trainingsansichten verändern. Bei den Track-Einstellungen wählst du aus, wie stark sich die Karte hineinzoomen soll. Hier kalibrierst du noch den Kompass vom ROG7. Einfach dann drehen. Nun eine kleine Praxisfahrt mit dem Sigma ROG7. Hier siehst du die Navigation, das kleine Feld auf der linken Seite. Hier sind es die 6 Datenfelder. Und das ist das Navigationsfenster. Mein Fazit: Der ROG7 hat bessere Datenansichten und nun auch Strava im Vergleich zum Vorgängermodell, dem ROG10. Dafür kommt er mit keinen Fitnesssensoren mehr klar. Also du kannst dir keine Herzfrequenz oder Trittfrequenz anzeigen lassen. Wenn du kein Strava-Freak bist, dann kauf dir lieber den ROG10. Der kostet nur 20 Euro mehr. Der ROG7 kostet 120 Euro. Vielen Dank fürs Reinschauen und noch mehr Tipps findest du direkt auf meinem Blogartikel oder abonniere hier einfach meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank und ciao!